Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Und warum bezahlst du das Meer? Ja, genau. Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Ja, die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich geworfen und sie sind weg. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Warum regt sie sich denn darüber auf? Und warum erzählt sie denn vorhin, da kommt die Küstenwache und dann waren das ein paar Fischer? Ich doch keine Ahnung. Oh, jetzt kommt der Meister und gibt mir meine erste Analyse. Hallo? Ja, freu dich ruhig. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Naja, würde ich so nicht bestätigen. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Naja. Oder vielleicht eher arrogant? Nö, der hat einfach Angst vor dem Wasser. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Und hat jetzt? Es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Ich hab dafür gesorgt, ja. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Natürlich. Kleines Arschloch. Ja, was will mir der Mann damit erzählen, ne? Haben wir ja selber alles rausgefunden, so ein bisschen. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Hai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Ja. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Ja, schau dir erstmal an, du kennst dich doch aus, Brüderchen. Hallo, Matrose. Alles gut? Sorry, ich war mit meinen Gedanken bei dem irren Tauchgang. Kaum zu glauben, was wir erlebt haben, oder? Ja. Ja, war ziemlich unglaublich. Ist was? Du kannst mit mir reden, wirklich. Ich schätze, ich habe nur ein wenig Angst um unsere Zukunft. Weißt du? Okay. Was jetzt? Ich denke, vor uns liegt eine glückliche gemeinsame Zukunft. Wirklich. Ja. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich, Alex. Genau, zusammenhalten, zwischenmenschliche Beziehung kitten. Weißt Zum du, Schluss, wenn ich sind? Mit dem Spiel fertig bin, holen. Lieben Chill sich alle. So lange. Davon gehe ich mal aus. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Ja, ich denke mal, die sind gerade beim Schäferstündchen, oder? Oh. Küstenwache! Die Küstenwache ist hier! Was? Lasst euer Meth verschwinden! Wir müssen schnell das Meth loswerden! Lebendig kriegen die uns nicht! Was zum Teufel? Oh Mann! Naja, die lacht immer ein bisschen im Ernst, verkrampft. Das kannst du echt nicht bringen, Julia. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Oh Mensch, lass doch die beiden flirten. Ich habe dafür gesorgt,
dass sie zusammenkommen und Tante Gustelia, die nimmt die da wieder auseinander. Was soll das denn? Nee. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Gucken, was sie da im Hintergrund sieht. War super gefährlich offensichtlich und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert. Übel, die hat sogar die Leichen fotografiert. Okay, war jetzt nichts Spektakuläres drauf, finde ich. Bin dabei. Kann's kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Schade, ich würde mir gern mit ihr mal die Bilder angucken, was Abi, sie so sieht. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Oh. Genau hier. Naja, dass er kein Bier mehr trinkt, kann ich mir vorstellen. Immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Merit. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheiten. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Genau. Okay, Leute. Hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie, bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Um was geht's hier denn? Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber... Jetzt bin ich mal gespannt. Keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist.
In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Oh. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Oh. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann, und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh. Oh, das ist furchtbar. Sehr gut gemacht. Schön. Gut erzählt. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht, hab selbst ich mich ein bisschen erschrocken. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Der Typ ist ja nur am Feiern, ne? Ich bin raus.